So, Freunde, willkommen zurück zu Dismantle. Letztes Mal bin ich der Expedition in den Dschungel gefolgt und damit mache ich heute auch weiter. Weil irgendwas habe ich von Gasmasken gehört. Hoffentlich finde ich die auch irgendwo. Und hoffentlich komme ich relativ schnell an den Verbindungsturm. Ihr wisst schon, tödliches Signal und so. Also dann, fangen wir an. Der Undertaker. Ich bin mitten im Dschungel im Expeditionsbasislager und werde jetzt erstmal meine Ausrüstung umbauen. Das geht so nicht weiter. Mit der Annäherungsmine komme ich nämlich irgendwie nicht klar. Da muss was anderes her. Also, wir fangen an mit dem Messertrio, dann die Granaten. Ne, wir machen erst die normalen Messer und dann die Granaten. Hier haben wir doch auch noch was, was mehr schlägt. Ich glaube, Temperatur, kleidungsmäßig müsste es eigentlich passen, ne? 54 Grad. Warte mal. 54 Grad? Aber viel mehr darf es nicht werden. Sonst habe ich echt ein Thema. Ich muss in die Richtung. Mal wieder an den drei Kumpels vorbei. Ganz klar. Die sind jetzt noch nicht so das Problem. Dann haben wir hier Explosivenkumpel, ne? Und natürlich Hündchen. Und diese Kackstachelpflanzen, Alter. Naja, ging besser als die letzten paar Mal, sagen wir es mal so. Ausgrabungsstätte B. Hier ist nicht viel los. Hier durch den Dschungel. Dann sind da zwei Wölfe. Einer, zweier. Da liegen noch ein paar Blätter. Nicht, dass die jetzt wichtig wären, aber... So, dann wechseln wir auf... Hä? Doch die Granaten? Okay, hat gut funktioniert. Jetzt habe ich noch die Messertrios. In welche Richtung muss ich jetzt? Rechts rum. Hier sind wieder fiese Pflänzchen. Was war das für ein Geräusch? Das ist, glaube ich, ein Hetzer. Okay, hier komme ich nicht weiter. Dann muss ich also hier rüber. Diese Kackstachelpflanzen. Das gibt's nicht. Ach, dann verreck doch einfach. Drecksdinger, ey. Das gibt's einfach nicht. Diese Mörserpflanzen sind auch nicht besser. Die sind genauso nervig. Ja, nicht ganz so nervig, aber... Okay, ich habe nichts mehr zu werfen. Das ist jetzt eher schlecht. Einfach laufen und hoffen, dass nichts passiert. Oh Gott. Eine Sackgasse. Ja, nee. Ich hab Spaß. Ich zerlege jetzt mal kurz das Basislager hier. Oh, warte mal, wenn ich da sämtliche Wände wegmache, dann sind die ja alle frei. Ah, das war dumm. Das war nur dumm. Naja, man wächst mit seinen Herausforderungen. Hier gibt's übrigens noch eine andere Richtung, in die ich laufen kann. Da könnte ich auch mal vorbeischneiden. Vielleicht ist es da ja lustiger. Also, ich bin da schon gestorben. Von daher... So lustig ist es da jetzt auch nicht. Diese Dinger sind so nervig. So, jetzt wechseln wir mal auf was mit ein bisschen Bums. Oh Mann. Ich habe schon wieder so viele Messer verbraucht jetzt. Jetzt habe ich wieder nichts. Nichts. Nur noch 5 normale Messerchen. Aber hier geht's doch auch. Ah, da ist wieder eine Brücke, die ich von der anderen Seite aktivieren muss. Oh ja, was ist denn hier los? Das war wohl ein Teil des Expeditionstrupps. Wo bin ich denn jetzt? Warte mal, was sagt denn die Karte? Wo bin ich denn jetzt? Ganz woanders wieder. Wölfe! Wölfe! Hilfe, Wölfe! Ich bin Peter und das ist ein Wolf. Tu mir nicht weh! Tu mir nicht weh! Tu mir nicht weh! Oh Gott! Nicht cool. Vielleicht noch irgendwas Hilfreiches. Wenig bis gar nichts, okay. Lohnt sich das hier überhaupt? Ich meine, das ist nur so ein Spielzeughäuschen. Nee, das ist es nicht wert. Oh, ein Wild. Hier geht's nicht mehr weiter. Doch, da geht's noch weiter. Oh Gott, ich will da nicht mehr weiter. Ich hab's mir überlegt. Er kommt mir nach. Ich bin tot. Ich meine, ich hab's quasi provoziert und ja, ne, war blöd. Okay, dann wieder zurück zum eigentlichen Plan. Boah, schon wieder viel zu viel Leben verloren und das nur von den drei Trotteln. Das kann ja nur schief gehen jetzt eigentlich. Das ist schon, ja, es grenzt schon an frustrierend. Oh Mann, brauche ich aber Granaten. Mehr Bums. Ach Mann. Stelle ich mich jetzt eigentlich blöd an oder ist es einfach mit meiner jetzigen Situation so nicht machbar? Oder eine Mischung aus beiden? Das kann natürlich auch sein. Aber das ist ja langsam lächerlich. Ja genau, jetzt noch reinlaufen.
Nee, schon wieder viel zu viel Leben verloren. Das kann ich doch gerade schon wieder lassen. Ich brauche was zu essen. Ich kann doch unterwegs heilen, indem ich was esse. Da muss ich mich echt mal um was zu essen kümmern. So geht's hier nicht weiter. Dass mich Wölfe töten, da hört's doch auf. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht mehr. Ich treffe ihn einfach nicht. Ja, genau. Tu mir weh. Das ist doch nicht wahr jetzt. Okay, okay. Ich habe keine Messer mehr. Oh, wie dumm kann man sein? Ich bin am Rande des Wahnsinns. Das kann echt nicht wahr sein. Was, wenn ich hier raufgehe und dann darüber? Komme ich da von oben vielleicht irgendwie runter? Aber da oben ist auch nicht besser, ne? Es ist schon gerade ein bisschen... Ich weiß ja nicht. Also gut, ich möchte jetzt verbessern. Einmal Splittergranate, dafür brauche ich Stahl. Dann Dolchtrio, dafür brauche ich Bauholz, das kann ich vergessen. Das ist echt, also... Puh, sage ich dazu nur. Puh, brauche mehr Maximum-Trefferpunkte. Dann, was habe ich hier noch? Materialtasche, Schutz vor Kälte, Chance auf Ausweichen, Chance auf kritische Treffer, Schaden durch Powerangriff, Laufgeschwindigkeit, Geschwindigkeit der Ausweichrolle. Na, lassen wir so. Kopfbedeckung. Achso, ich kann nichts an meiner Klamotten. An meinen Klamotten kann ich nichts ändern. So, was gibt's hier sonst noch so? Straßenkämpfer. Nee, bringt mir jetzt auch nichts. Fangzahngebiss. Blutdurst. Ganz komisches Ding. Glänzendes Metallstück. Schadensablenkung. Plus 75. Let's try this. Und zwar gegen das da, genau. Schadensablenkung. Vielleicht hilft's ja. Vielleicht hilft's ja. Jetzt müssen wir echt noch mit lustigen Perks arbeiten hier. Ich sehe das schon. Ich liebe das. Ich finde das super. 1, 2, weg. Verdammt. 3, 4, Schlag. So, jetzt habe ich noch 2 Messer. Das ist okay. Ich bin schon wieder zu kaputt, glaube ich. Boah, 2 Hunde sind zu viel. So, mache ich das hier noch vollends kaputt. Sonst stört mich hier dieser Statusbalken. Ja, da kommt mein innerer Monk wieder durch. Sorry. So, wir tauschen wieder gegen Granaten. Oh, diesmal lief's gut. Ich komme gut voran. So, ich brauche vielleicht die Einzelmesser, sind jetzt vielleicht besser. So, genau. Und einen Hetzer schaffe ich. Dich schaffe ich auch. Dich möglicherweise auch. Wenn ich nicht so doof bin und reinlauf. So, Stachel. So, so weit, so gut. Da drüben ist ein Hetzer. Links von mir ist ein Wolf. Nee, 2 Wolf. Okay, so weit, so gut. Ah, es wird doch. Es wird doch. Man muss sich halt mal ein bisschen konzentrieren, ja. So weit war ich noch nie. Ich habe keine Ahnung, was mir jetzt noch begegnet. Das sind auf jeden Fall noch lustige Tempelanlagen. Okay, hier ist super. Oh, 6-mal Bauholz. Oh Gott. Wie komme ich eigentlich an Bauholz? Hier ist bestimmt irgendwo dann ein Sägewerk oder sowas. Also gut, ich komme hier quasi erstmal nicht weiter. Hier kann ich wieder was durchsuchen. Oh, was zu essen. Okay, hier ist noch eine... Da drüben ist noch eine Brücke... Die muss ich jetzt bestimmt benutzen. Ich laufe jetzt einfach über die Brücke, ist mir egal. Okay. Diese Kackstachelpflanze macht mich jetzt dann tot, ne? Nicht der Werfer, sondern die Kackstachelpflanze macht mich tot. Ich sehe es schon kommen. Was ist da vorne? Das ist ein normaler, den kriege ich hin. Eieieiei. Ich höre einen Hetzer. Ich sehe ihn nicht. Aber bin ich hier schon richtig, oder? Er muss jetzt bestimmt darüber und dann rechts runter und dann... Ach, was weiß ich. Das ist einfach eine viel zu lange Strecke für... Oh mein Gott. Okay, 2 Wölfe erledigt. Ich muss jetzt halt echt vorsichtig sein, weil ich habe nicht so wahnsinnig viel Leben. Aber kann ich nicht irgendwie essen? Kann ich nicht irgendwie unterwegs? Oh, scheiße. Feierabend. Schaffe ich nicht. Auf keinen Fall. Der läuft mir ewig nach. Ein Hetzer. Okay, den habe ich. Der andere kommt mir nicht mehr nach. Oh mein Gott, was für ein Glück ich habe, ey. So, welche Richtung jetzt? Ich habe es geschafft. Ich bin hier. Ich bin im nächsten Abschnitt. Es ist... Oh nein, es ist ein Rätselgruft-Dingens. Könnte ich bitte ein Lagerfeuer... Oh Gott sei Dank. Puh.
Harte Sache. Also das war jetzt intens, aber es hat ja irgendwie funktioniert. Finde einen Weg, den Durchgang zu öffnen. Cool. Ganz, ganz toll. Aber ich will zuerst zu dem... Oh ne, der Verbindungsturm ist irgendwo da hinten. Doch, das wäre cool, wenn ich zum Verbindungsturm kommen würde. Das wäre echt nice. Aber wahrscheinlich komme ich da jetzt nirgends außen rum. Das ist der Gag an diesem Durchgang, oder? Ey, don't do this to me. Bruder, machst du mich nichts kaputt hier? Ja, okay. Wo bin ich denn jetzt? Hier war ich doch schon, oder nicht? Hä? Wait a second. Wo bin ich? Wo gehe ich hin? Und warum? Und nee, nicht schon wieder so ein... What the heck? Nee, gar keinen Bock auf euch. Ja, danke. War das überhaupt irgendwie eine Richtung, die relevant war? Nö, nicht wirklich, ne? Weil ich da bestimmt oben rum wieder zum Ding muss. Jetzt probieren wir es mal hier rum. Vielleicht komme ich so zum Verbindungsturm. Ich habe meine Zweifel, weil so funktioniert es hier halt nicht, ne? Oder doch? Wow, echt jetzt? Das war jetzt der ganze Trick. Lauf einmal außen rum und drück einen Hebel. Also diese Forscher, Archäologen, Dingens, Trottel sind ja schon offensichtlich mit einfachsten Aufgaben überfordert. Weil das war ja jetzt Kinderkacke, ne? Oh ne, nicht schon wieder so eine Kacke hier. Moment. Muss bestimmt auf der anderen Seite rauskommen, oder? Nee. Das ist der einzige. Also mal ehrlich. Was war denn das jetzt für ein Kindergartenrätsel? Da hatte ich schon schlimmere Grüfte. Grüfte, Gruften. Aber ich will trotzdem mal zum Verbindungsturm kommen. Deswegen biege ich jetzt mal hier ab. Hey, ein Hetzer. Oh mein Gott. Ein Explosiver. Aua. Lass mich. Ja, ne? Ups. Hoppla. Nochmal. Aber da hätte ich jetzt echt... Hätte ich da jetzt stundenlang irgendwie rumblödeln sollen und konnte einfach nur außen rumgehen? Bisschen schwach. Aber okay, dafür wird's hier ja jetzt ziemlich hässlich, ja? Quasi. Nicht wirklich. Ich habe einfach nur nicht aufgepasst. Das war's Problem. Yo. Das war's mit meinen Granaten. Aber macht ja nichts. Oh, die Stachelpflanze ist auch gleich gestorben dabei. Das ist doch schön. Das freut mich immer, wenn diese Stachelpflanzen draufgehen. Bisschen nervig, diese Mörser. Aber ich finde die Stachelpflanzen tatsächlich schlimmer. In Kombination sind sie natürlich richtig gemein, ne? Genau, hat mich jetzt trotzdem erwischt. Genau. So, bin ganz kurz vorm Verbindungsturm. Ich spüre es. Stirb, Stachelpflanze, stirb. Oh, da ist nochmal ein Wolf. Und was Nackiges. Ist jetzt aber schlecht. Oh, immer noch kein Zeichen der Gasmasken. Kein Anzeichen der Gasmasken. So, tödliche Frequenz. Finde das Tempelgelände. Oh, krass. Das geht ja immer noch weiter, ey. Mega. Okay, das heißt, ich muss daraufwärts, also quasi nördlich. Brückenkopf außen passen. Wieder keine Gasmasken. Sehr frustrierend. Also, echt. So. Erstmal der erste nackige Fuzzi weg. Langsam habe ich den Dreh raus. Ja, genau. Ich habe noch zwei Messer und da ist ein Lagerfeuer. Das ist gut. Das ist ein schönes Lagerfeuer hier. Ich sehe schon. Da kann ich dann nämlich schön alles auffüllen und der Nackige kommt jetzt erstmal gar nicht wieder. So, Maximum Trefferpunkte. Ja, Maximum Trefferpunkte. Ich gehe jetzt auf Trefferpunkte. Tod und Verderben. Tod und Verderben ist jetzt meine Mission. Tod und Verderben. Also keine Gasmasken in Sicht. Es ist echt nervig mit den Gasmasken. Au, oh, und mit diesen Stachelpflanzen ist auch ein bisschen... Hallo? Oh, okay, du willst es nicht anders. Verreck. So, sonst noch jemand in der Nähe? Jetzt wird hier einfach erstmal niedergemetzelt. Dass ich immer an Gras hängen bleibe, ist, ja, ein bisschen absurd. Aber okay, kann man schon mal machen. Das ist wie bei Division. Oh, ein Müllsack. Nö. Da kommst du nicht drüber. Oh, eine 30 Meter hohe Kante. Kein Problem. Lauf kurz vorbei. Ist mir jetzt alles egal, hey. Hier wird jetzt einfach alles niedergemetzelt, solange bis ich sterbe. Und dann gehe ich der gleiche Weg nochmal, solange bis ich sterbe. Und so machen wir ja das jetzt, bis wir am Ziel sind hier. Jetzt zeigt doch mal die richtige... Was zum... Jetzt macht doch das Ding kaputt. Hä? What the heck? Warum machst du so? Jetzt macht er. Jetzt zeig doch mal in die richtige Richtung. Das kann doch nicht sein. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Nee, ich zeig nicht. Nee.
So ein Bullshit, ey. Was soll denn das? Aber ist egal. Alles andere auf dem Weg ist ja weg. Ist ja alles halb so wild. Ja, jetzt können wir ja einfach durchlaufen bis dahin. Und dann einfach so. Ach so, ein Blödsinn. Was ist hier? Da ist wieder so ein komisches... Was passiert denn, wenn ich da eigentlich grab? Ach so, ich habe nichts zum Graben dabei. Hm. Ich glaube schon mal probiert. Wie dem auch sei. Hallo, andere Straßenseite. Flussseite. Wie geht es dir? Ich habe das Tempelgelände gefunden. Da muss man so präzise sein. Hey, das ist nicht normal. Ja, jetzt kann ich wieder Bäume fällen. Och, das zählt nicht. Diese Kackdinger. Alter. Apropos Kackdinger. Oha. Bisschen viel los hier. Bisschen viel los hier. Was soll denn das? Ah, den hat's auch erwischt. Das ist gut. Da ist auch schon wieder so ein Nackiger. Also ich muss erst zurück zu einem Lager. Vorausgesetzt, ich finde eins. Nicht, dass ich mich schon wieder verlaufen hätte, aber... ich bin mir nicht so sicher, wo ich gerade bin. Sagen wir es mal so. Wo sind die Gasflaschen? Also mal ernsthaft, wo sind die Gasflaschen? Masken. Wo sind die Gasmasken? Folge dem Fluss und dem Weg zum Lager des Brückenkopfteams. Warte mal, folge dem Fluss? So vom Tempelgelände aus dann wahrscheinlich. Ja gut, das wird dann hier unten sein. Das ist ein Vulkan oder? Was ist denn das? Wo bin ich hier eigentlich gerade? Ja, lass mal kurz hier, tralala, Gedöns. Nix kurz, hier ist gar nichts. Hier geht gar nichts kurz. Das ist ja... Also, ganz ehrlich, dieses Spiel für seinen lächerlichen Kaufpreis bietet Content ohne Ende. Also, das ist brutal. So geht es nämlich, ja? Genau, ich brauche 2 Granaten für so ein Pflänzchen. Oh, da ist noch so einer, oder? Cool. Noch einer tot. Hi. Ciao. Ah, die sind ja lächerlich. Also mit der Machete sind die ja echt lächerlich. Also ich folge dem Weg zur Brückenkopf-Crew. Ich will diese Kackgas... Ich brauche diese Gasmaske, um weiterzukommen. Oh nein, ein Fetter. Und ein schneller Wolf. Oh, 2 schnelle Wolf. Nein, lassen Sie mich bitte. Habe ich eigentlich noch irgendwas zum Werfen? Nö. Cool. Macht ja Spaß. Dann gehe ich mal kurz hier einmal durch. Auch schönes Zeug. Gehe mal kurz zurück zu meinem Lager, wenn ich den Weg wieder finde. Lager mal kurz mein Zeug ein und gehe dann direkt wieder zurück. Gibt's da keinen kürzeren Weg? Gibt's da nicht irgendeine Brücke oder irgendwas? Da geht's doch auch weiter. Nee, da geht's... Naja, da geht's wieder von der anderen Seite weiter. Ich verstehe. Also muss ich einmal den langen Weg machen, um dann immer den kurzen Weg machen zu können. Also so gewisse Grundprinzipien ändern sich nicht wirklich. Und trotzdem ist immer vieles anders oder neu, als man vielleicht gedacht hat. Also ich finde das Spiel echt, ich muss sagen, Content liefert gut ab. So, wir fangen jetzt mal ganz entspannt an. Oh, hier war doch noch ein Vetter, ne? Ja, komm. Du brüllst nur und hast ein bisschen schlechte Verdauung. Viel mehr passiert da nicht. Und hier wird es schon ein bisschen anders, ja? So. Und nun zu dir, Freundchen. Stirb. Nicht ich. So, jetzt muss ich mich hier wieder durchhacken. Was aber ganz gut ist, weil es gibt wieder gutes Holz. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie ich Etagen hochkomme. Und irgendwann muss ich doch... Also, naja. Folge dem Weg. Ich folge doch dem Weg. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung ich jetzt folgen soll. Oh, da ist noch was. Hallo. Vielleicht muss ich jetzt erstmal zu dieser Brücke kommen. Das wäre doch eine Maßnahme. Einfach mal die Brücke runterlassen und damit den ganzen Umweg sparen. So, lassen Sie die Brücke runter. Juhu. Hä? Warte mal, das ist eine andere Brücke, als ich dachte, oder? Nee, passt schon. Au, du Kackpflanze. Die sind schon nervig, die Pflanzen. So, und jetzt benütze ich die Brücke und gehe wieder zurück. Zurück auf andere Seite. In der Hoffnung, dass hier jetzt mal langsam mal was vorangeht. Was läuft da rum? Bestimmt irgendwas Gemeines. Oh, guck mal, ein Obelisk. Ich versorge einen Obelisken mit Energie. Wie? Wie zum Geier? Wie soll ich denn einen Obelisken mit Energie? Wait, what? Ach, mit einem blauen Augapfel. Ich habe keinen blauen Augapfel. Das ist natürlich schade. Oh, ich habe jetzt irgendwie zu viele Ausrufezeichen hier um mich rum. Okay. Ist das hier jetzt die Brückenkopf-Crew? Kriege ich jetzt endlich meine Gasmasken? Bitte. Ich hätte jetzt gerne die Gasmasken. Ich drehe durch. No gas masks. Really frustrating. Ja, ziemlich. It looks like the station crew have made camp. I should also mention,
I felt some unusual mental discomfort during our trek through the wilderness. Folge dem Weg. Ja, ich folge jetzt einfach die ganze Zeit irgendeinem Weg. Ist schon klar. Tot. Boah, nee, ey. Und da kommt jetzt alle 2 Meter so eine... irgendeine Pflanze oder was? Das ist... Oh, Mann. Boah, drei Hunde sind hart. Ja, lass mich doch. Naja, gut, da ist gar nichts hart. Lächerlich. Aber das ist jetzt mit Kameraführung echt ein Act hier. So, ist das hier noch der Weg? Jetzt bloß nicht ins Wasser fallen. Sonst drehe ich ja durch. Sonst könnte ich ja hier unentspannt. Oh, da ist eine Stachelfalle. Aber das ist schon gut gemacht hier. So mit Lava und Zeug. Das ist schon schön. Schon echt nett. Jetzt wäre ich fast reingefallen, ne? Aua. Apropos Aua. Okay. Offensichtlich wollten die Vorfahren oder wer auch immer nicht unbedingt, dass hier jeder einfach langläuft. Gut, dass ich es trotzdem mache. Hallo, kannst du jetzt mal hier... Heilige. So, immer schön von den Stacheldingern wegbleiben. Das ist schon echt nice hier. Schöne Gegend. Da wäre ich doch gerne Archäologe. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber die Kameraführung ist hier echt schwierig. Eieieiei. Jetzt... wird es langsam grenzwertig. Meine Lebensenergie ist ziemlich überschaubar. Oh, oh. Gut. Nicht gut. Unnötig. Unnötig. Ganz, ganz unnötig. Ach nee. Wie dumm von mir. Komme ich in die Richtung eigentlich schneller irgendwo hin? Nee, hier finde ich nur... Oh, was? Tomaten und Kartoffeln. Und weiter geht's nicht. Oh. Apropos unnötig. Ja, war gut. Ganz, ganz vorsichtig. Aber hier ist jetzt lange nichts, glaube ich. Ne? Wo bin ich gestorben? Irgendwo? Mäh. Macht jetzt langsam keinen Spaß mehr. Also, einmal probiere ich es noch. Und ich glaube, dann habe ich auch einfach keine Nerven mehr jetzt hier heute. Das ist ja gruselig. Gruselig. Weil das war jetzt so unnötig. Das war halt richtig, richtig unnötig. Weil, ne? So. So weit, so einfach. Muss mich wieder von den Stachelpflanzen fernhalten. Die hasse ich ja. Also nichts schlimmer als das. So, hier geht's immer noch nicht weiter. Verrückt. So, hier ist jetzt natürlich meine erste Leiche verschwunden. Das ist tatsächlich hart. Wenn ich 2-mal sterbe, dann ist meine erste Leiche weg und damit auch das Zeug, das dabei war. Ach, leck mich. Was ist hier? Untersuche das Gebiet genauer. Wow. Was genau soll ich... Oh, ein Lagerfeuer. Da hat es sich ja gelohnt. Aber es sieht irgendwie wieder nicht nach Gasmasken aus. Also nur mal so. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich jemals Gasmasken bekomme. Ja. Kann ja echt nicht sein. Oh, das ist schon voll die krasse Anlage hier noch. Also gut, ich untersuche das Gebiet genauer. Was sind das hier? Warum sehen die so komisch aus? So, was gibt es hier genauer zu untersuchen? Hier ist mal nichts mehr zum genauer untersuchen. Alter, was? Oh, wie dumm. Was ist denn mit dem? Warum fällt denn der überall runter? So. War das mit letzter Versuch? Einen noch. Concentration. Konservation. What the hell? Was ist das? Okay, geht eigentlich ganz klar, aber müssen das jetzt so Dinger hier sein? So, ich habe einen Tempel. Ich stehe im Vulkankrater-Tempel. Und irgendwas sagt mir, dass es ein bisschen länger dauern könnte. Deswegen machen wir hier jetzt Schluss für heute und kümmern uns beim nächsten Mal um den Vulkankrater-Tempel in der Hoffnung, dann endlich die Gasmasken zu kriegen, um dann ganz woanders durch irgendeine Wolke zu kommen und dann vielleicht mal wieder irgendeine Brennstoffzelle zu erwischen. Wäre schön, aber das machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Sagt danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.